Ja, hallo der Zuschauer, herzlich willkommen zu diesem Video. Im heutigen Video wollen wir uns mal hier im Hintergrund diese Stadt angucken, die da entstanden ist und auch die ganzen Umlande hier. Ich werde euch erzählen, was es damit auf sich hat, wo das Ganze auf einmal herkommt und wir sehen uns gleich wieder nach dem Intro. So, da bin ich wieder und diese Stadt, die hier steht, die hat mich tatsächlich genauso überrascht wie euch auch, denn am 28.02. hatte ich Geburtstag, ich bin 17 Jahre alt geworden und da komme ich hierher und heißt dann hier, Avante, schau mal, hier, das haben wir hier gebaut, anlässlich zu deines Geburtstages im Endeffekt und ich war tatsächlich geflasht, es ist eine sehr interessante Stadt, denn der Clou dieser Stadt ist, es besteht wirklich zu 99% aus Stein. Na, aber die 99% nicht, sagen wir mal 95% dieser gesamten Stadt hier sind aus Stein. Ich versuche gerade relativ schön hier irgendwie durch die Gassen zu fliegen, aber wir haben hier einfach Stone. Also wir haben überall Stein, ja, also überall Ziegel und Stein und Steinziegel und Ziegelsteine. Alles ist hier drin verbaut. Die Gegend, die sieht natürlich auch ein bisschen karg aus, aber darum geht es gar nicht. Es geht tatsächlich nur um die Stadt, ne? Wir wollen nicht so oberflächlich sein und auf innere Werte achten und die sind hier auf jeden Fall gegeben. Das Ganze, nur damit ihr ein wenig wisst, wo das steht, das ist ja alles hier auf einer Flatmap gebaut, aber auch die Landschaft hier, guckt euch die Landschaft an, das ist so schön gemacht, auch wenn ich mal hier auf die Map gehe, guckt euch an, das sieht so sweet aus, wir haben dann hier schön eine Allee und wo diese hinführt, wir können mal kurz hier hingehen, manche kennen es vielleicht von oben, das ist das Schloss Tupplenstein, das habe ich mal auch schon gezeigt, das war auch ein Geburtstagsgeschenk, das heißt, das Gebäude ist schon ein Jahr älter als die ganze Stadt. Kann man so grob sagen. Ja, das heißt, es ist so eine große Zeitspanne dazwischen. Und trotzdem sieht beides sehr cool aus. Das heißt, man geht dann hier diese schöne lange Allee lang hier. Ne, und kommt dann hier drüben, kann man dann hier links abgehen. Und hier ist dann so ein Herrenhaus. Es hieß zwar dann, dass hier ein Priester irgendwie wohnt, aber im Endeffekt ist es halt ein Herrenhaus. Hier kann eigentlich jede x-beliebige Personen wohnen. Ist halt sehr stattlich eingerichtet, muss man einfach sagen, mit einem Speisesaal und der Schinken sieht schon geil aus. Es hat halt alles, was so ein Herrenhaus braucht. Es hat sogar einen Keller. Oh, ich gehe, glaube ich, gerade total falsch den Keller runter, aber egal. Eine Riesenküche. Ja, eine schöne Küche. Aber also, ihr seht schon, das Herrenhaus ist auf jeden Fall sehr schön eingerichtet. Die Stadt selbst ist nicht komplett eingerichtet. Wir haben unsere Stadt Altos, die solltet ihr eigentlich auch kennen. Die haben wir komplett eingerichtet damals. Oder haben wir damals, klingt so ein bisschen, als wäre es Ewigkeiten her, aber es ist schon ein bisschen her. Und wir haben uns mittlerweile darauf entschieden, nein, wir richten nicht mehr alles ein. Es gibt einfach verschiedene Gründe für, es lohnt sich einfach nicht. Ne? Es ist einfach, der Aufwand ist riesengroß und es ändert sich kaum was. Wichtige Gebäude, so ein Herrenhaus beispielsweise, kann gerne weiterhin oder soll gerne weiterhin eingerichtet werden. Aber ansonsten finde ich eigentlich ganz cool, wenn so die Sachen einfach leer bleiben könnten. Aber dementsprechend mit irgendwelchen Innenleben wenigstens, ne? Decken, Treppen und so ein Kram. Und ich sehe tatsächlich hier draußen ist eine Hütte. Ne? Mir noch gar nicht aufgefallen. Diese kleine, die ist süß. Die ist einfach nur süß. Auch nichts drin, ne? Man sieht es hier so Innenausbau. Ja gut, die Decke hätte man noch machen können. Darauf könnte man noch achten hier. So eine Sauerei. Aber eine süße Hütte, tatsächlich. Und was ich hier aber auch aufgefallen ist, dass man hier meine Bäume verwendet hat. Das sind meine Bäume, die ich gebaut habe, die ich für die Landschaftsgestaltung verwende, die hier übrigens für meinen Geburtstagskram genommen werden. Finde ich übrigens sehr dreist, kackendreist. Aber es ist okay. Ich verzeihe. Ich bin kein Schreckensherrscher. Ich möchte natürlich auch verzeihen. Deshalb ist es okay. Ja, aber die Mauer ist cool, ja, soweit ich weiß, hat der Johannes viel mit der Mauer gemacht, die ist sehr schick, die hat eine coole Höhe, ne, also sie ist nicht so, boah, was ist eine Mauer, wo ist denn die, wo geht denn die hin, sondern es ist so eine Mauer halt, ne, man läuft hier so von außen hin, ne, ich schlüpfe mal ein Stück zurück, so lange, okay, es ist eine Mauer, man sieht die Gebäude irgendwie auch hinten dran, das hat natürlich auch dass die Stadtmauer natürlich quasi weiter unten anfängt, ja, also beziehungsweise man hat hier auch einen gewissen Hügel, die Mauer fängt ja ungefähr erst hier wirklich an, ja, das heißt, die hat ja unten drunter eigentlich so ein bisschen, wie soll man sagen, unten so einen kleinen Rand unten dran und das ist auch okay, und sieht auch ziemlich cool aus, das heißt, sie ist so im Natürlichen mit eingefasst, das ist nicht überall so, hier ist es vermehrt, hier ist es weniger und man sieht auch,
hier sind die Gebäude auch auf der unteren Ebene. Das heißt, das haben sie ziemlich gut gemacht, weil hier stehen die Gebäude höher. Man sieht sie auch sofort von unten. Und dadurch, dass sie höher stehen, heißt, das Gras geht auch fängt weiter oben an. Was, ne, hier ist das Gras innen drin und hier draußen ist das Gras hier draußen. Und wenn wir jetzt mal hier rüberfliegen, hier haben wir innen drin das Gras viel weiter unten als da vorne. Und hier fängt auch das Gras nicht weit oben, also geht nicht so die Mauer hoch wie da drüben. Ne? Das heißt, da wurde sich tatsächlich Gedanken gemacht. Wahrscheinlich interpretiere ich da jetzt voll viel rein und eigentlich wurde es einfach so gemacht, weil es so gemacht wurde. Aber prinzipiell, nice Geschichte. Die Türme sind alle in die Schräge gesetzt worden, was übrigens sehr schön aussieht, gerade in so Mauern. Und die meisten haben Wehrplattformen. Ich glaube, alle haben Wehrplattformen, bis auf die... bis auf die, genau, Tortürme. Das sind keine Torhäuser quasi, sind Tortürme. Das ist übrigens ein sehr schönes Torhaus. Das gefällt mir richtig gut. Man kann hier, wenn man hier so drauf zuläuft, das sieht einfach herrlich aus, oder? Sieht es nicht herrlich aus? Sieht herrlich aus. Habe ich eigentlich schon gesagt, wie die Stadt heißt? Ich glaube nicht. Ich bin ein bisschen durch den Wind. Ich freue mich einfach nur, dass ich das zeigen kann. Das ist die Stadt Tuplenstein. Ne? Stadt Tuplenstein, das ist das Schloss zu Tuplenstein. Das sieht man tatsächlich noch, heilige Scheiße. Das ist dann das Schloss zu Tuplenstein. Ja, das heißt, wir haben hier auch hier wieder mit Wehrplattformen drauf. Hier vorne haben wir dann beim Tor wieder einen mit Spitze. Und das ist ein cooles Tor. Das ist tatsächlich sehr cool, weil wir haben hier ich weiß gar nicht, wie man das nennt, also wie so eine Ausbuchtung auf jeden Fall. Und man läuft dann hier rum und ist dann hier auf jeden Fall im Zwinger drin. Das heißt, dieses Tor hier ist auf jeden Fall das befestigste das von allen. Ja, das ist auf jeden Fall heavy. Und man hat ja unten auch nochmal einen kleinen Weg. Und hier würden dann wieder Felder anfangen, quasi, wenn man hier weiterbauen würde. Und wir gucken mal, irgendwann wird das bestimmt in die Map integriert. Und dann sieht das richtig schick aus. Ich freue mich da schon voll drauf. Ja, und hier sind dann wieder normale Türme und auch der hintere Turm hier am Ende ist dann wieder ein Torturm und der ist wieder bedacht. Und das ist ein sehr schönes, stilistisches Element, dass man sagt, wir nehmen an jedem Tor ist irgendwie ein Zierturm mit dabei und die restlichen Mauern, die tatsächlich nur zur Verteidigung gelten, wo keine Leute irgendwie durchlaufen, sind auch wirklich Wehrtürme. Ist auf jeden Fall sehr schön gemacht und gefällt mir auch hervorragend. Ansonsten ist dieser Stil mit diesem ganzen hellen, mit diesem Diorit, das ist Diorit, oder? Ist es Diorit oder ist es weißer Beton? Nee, es ist beides tatsächlich. Siehst du, ich bin gar nicht so blöd, wie ich aussehe. Ist ein sehr schöner Stil, gefällt mir. Es gibt einige Gebäude, die sind ein bisschen arg gewagt. Also die sind, gucken wir uns mal ein bisschen ein paar Gebäude an, was denn so für Mischungen drin sind. Da gibt es einige Sachen, die sind so ein bisschen, wo ich mir denke, vielleicht, ein Tick zu viel. Aber, naja. Das ist zum Beispiel sehr cool. Wir haben hier den Granit noch mit reingemischt. Also nicht wir, aber... das wurde da gemacht. Und hier ist genauso diese, sagen wir mal, die neuen Baustandards innen drin. Wir haben eine Treppe drin. Türen sind drin. Das ist cool. Das ist, diese Stadt geht ja auf mehrere Ebenen. Man kann hier unten rein, kann hochlaufen und kann hier oben wieder raus. Wow. Das ist cool. Nice. Das ist wirklich cool. Also die Stadt hat ja allgemein mehrere Ebenen. Wir haben hier unten die Häuser, die sich eher so unteren Gegenden ansiedeln. Und dann haben wir Häuser, ne, man sieht, wenn ich jetzt von der Mauer aus hier hochgucke, dann stauchen sich die Gebäude nach hinten auf. Und das ist schon ziemlich cool. Aber so Kleinigkeiten mag ich doch sehr. Finde ich echt cool. Ne? Ja, hier die Gebäude sind alle... Hier haben wir jetzt... Was haben wir denn hier? Das können wir uns auch mal angucken. Wir haben hier... Das ist, glaube ich, eine Rückwand von einem anderen Haus. Oder? Nee, doch nicht. Tatsächlich doch nicht. Aber das ist auch cool. Wir haben hier diesen, was ist denn das? Das ist der rote, nee, orange Beton, genau. Und dann haben wir den normalen Lehm und haben diesen Stein, der auch so ein bisschen in diese Lehmrichtung geht mittlerweile. Dann haben wir noch hier den braunen Beton. Das sieht ganz cool aus. Hat so einen braunen Touch tatsächlich und das macht es eigentlich ganz schick. Ja. Auch hier können wir hochlaufen, aber hier ist keine Tür in dem Hinterhof. Schade eigentlich. Aber auch hier könnte man das obere Stockwerk noch bauen. Man müsste mal irgendwie gucken, mit Holz noch verkleiden. Keine Ahnung. Ja, aber das ist cool. Ja, so staffeln sich halt diese gesamten Häuser hier lang. Alle sind ein bisschen unterschiedlich. Eins schöner als das andere natürlich. Und gefällt mir ziemlich gut. Hier hat mir das Tor. Wir haben da wirklich einige coole Häuschen hier. Und natürlich im Mittelpunkt des Ganzen. Wir haben natürlich auch... Oh, was ist das? Auch immer so. Auch schick. Wir haben auch eine Hauptattraktion quasi und das ist, ich fliege mal noch ein bisschen rundherum, ich mache mal hier die Haut wieder weg, das ist, der Brunnen ist auch hübsch. Und das Haus gefällt mir, das mache ich mal kurz ein, dieses Haus hier gefällt mir besonders gut, das ist irgendwie so, es ist einerseits, wo ich mir denke, pfui. Und dann sage ich mir, hey, gar nicht mal, es ist irgendwie sau interessant, einerseits finde ich es irgendwie komisch und würde sagen, es passt überhaupt nicht. Aber andererseits denke ich mir, irgendwie ist es cool. Es verkörpert so einen eigenen
eigenen Stil irgendwie. Und das hat tatsächlich doch, es hat was. Ja, und der Brunnen hier ist auch sauniedlich. Hier diese Rankenwand gefällt mir besonders gut. Ich bin ja, sage ich mal, man soll mit Ranken nie übertreiben, aber hier ist es völlig legitim. Sieht äußerst schick aus. Und was haben wir hier? Wo können wir hier rein? Oh, okay. Oh. Wow. Wir haben sogar Innenrichtung. Schick. Wir kommen hier irgendwie. Hallo? Oh, wow. Guck ich mir diese Aussicht an. Auch schick. Ich hoffe nicht, dass es pfeifen irgendwie oder so ein irgendwie schlimmes. Oh. Oh, auch wieder sowas. Schick. Einfach nur schick. Frag mich von hier oben. Das ist das Coole an dieser Stadt. Man steht hier oben und denkt sich so, oh, guck mal, eine kleine Hütte. Guck mal, hier ist die schön. Und du stehst auf der anderen Straßenseite und denkst dir, heilige Scheiße, was ist das für ein Haus? Das ist einfach nur amazing. Das ist einfach cool. Das ist echt einfach cool. Und gerade hier dieser Berghang, ne, wenn sich hier die Gebäude den Berg hochdrücken, das ist einfach wirklich, wirklich cool. Es macht einfach viel her. Gefällt mir einfach nur großartig. Diese ganzen kleineren Innenhöfe. Oh, jetzt muss ich auch noch gähnen. Hey, ha, das ist so aufregend. Ich, oh. nee, es wirklich überrascht mich sehr. Und vor allem, was ich auch super cool finde, das Gasthaus hat so ein Pultdach, ne, so ein einseitiges Ding. Und das muss ich auch sagen. Sehr gewagt. Sehr, sehr, sehr gewagt. Kann ich eigentlich nie einem empfehlen. Kann ich, wo ich immer sagen würde, ah, mach das bloß nicht. Aber dieses ganze Stein hat sowieso so einen etwas antiken Touch. Und antik knüpfe ich teilweise schon so ein bisschen mit, also die Antike ist ja vergleichsweise, da wir im Mittelalter eigentlich einen Rückschritt gemacht haben, eigentlich sogar modern. Ja? Und das passt irgendwie sehr gut ins Bild tatsächlich. Obwohl ich eigentlich sagen würde, aber doch, ist echt schön. Ist wirklich, oh. Ist einfach sehr schön geworden. Da kann ich nur sagen, 1 plus mit Sternchen. Ich meine, Französisch ist nicht so das Beste der Welt. Aber egal, anderes Thema. Auf jeden Fall, völlig nice. Und das ist sogar eingerichtet, glaube ich. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube, da war schon, guckt euch das an, wir haben hier eine Küche. Ich finde immer, ich glaube, als ich hier durchgeführt worden bin, ah cool, hier wurden sogar die neuen Blöcke verwendet. Als ich hier durchgeführt worden bin und hier, oh, ein Garten, auch schick. Habe ich immer zuerst überall die Küchen gefunden. Im Herrenhaus erstmal die Küche gerannt. Hier erstmal die Küche gerannt. Ich weiß nicht, der Nase nach, ne? Und dann. Aber hier haben wir oben wirklich einen schönen Gästeraum. Und irgendwo gab's nicht hier. Einerseits mag ich hinten diesen kleinen Stammtisch, so ein bisschen. Hat hier so eine. Hier, ich sehe hier so die Typen sitzen so. Und so, na, was willst du? Und so. Also ich. Das ist ja so ein Typ. Hinten in der Ecke sehe ich so einen besoffenen Typ sitzen, der immer irgendwas andrehen will oder so. Aber wir haben ja auch. Sau viele Räume und auch hier hinten diese. Oh, das ist doch schön hier. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Oh, einfach nur herrlich, oder? Einfach herrlich. Das ist einfach wunderschön. Und ich hasse es, dass hier Stühle stehen, weil ich will mal einen Stuhl wegmachen. Guckt euch das an. Die Aussicht hier ist einfach nur hübsch. Einfach nur hübsch. Einfach hübsch. Und das ist das. Was sind das? Magenta-Blöcke. Interessant. Nee, Magenta-Beton. Ich mache mal einen Screenshot, weil es so hübsch ist. Können wir irgendwie hier wieder das hinkriegen? So, wieder reparieren. Gut. Wird der geschummelt? Nee. Ah, nee. Okay, gut. Aber da wurde geschummelt. Aha. Ich hab's doch genau gesehen. Da wurde geschummelt. Da ist nämlich ein Block drunter. Gut. Dann gucken wir mal so noch ein bisschen um. Wir gucken mal, was wir noch so entdecken können. Ihr merkt es, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich bin ein bisschen hibbelig. Aber das zeigt doch nur, wie sehr ich hier das alles. Cool. Wie cool ich das Ganze hier quasi finde. Und, Es ist auch wirklich cool geworden. Ne? Guckt euch das mal von der Entfernung an. Moment. Kurz hier mal ein bisschen weg scrollen. Boah, ich muss gerade ganz schön niesen, Leute. Bin ein bisschen erkältet. Ich hoffe, man hört das auch nicht so stark. Meine Stimme ist so ein bisschen. Das geht also wieder. Meine Nase ist momentan relativ frei, dank Nasenspray. Ja, ich sollte ein Product Placement annehmen für Nasenspray. Ich bin da total gut drin, das Zeug zu vermarkten. Ja, ansonsten, ich finde, ich habe die Hauptattraktion, was ein Wort, noch nicht gezeigt. Und das ist dieser Tempel. Ne? Der Tempel, der steht mittig auf dieser Stadt. Und, oder was heißt, nicht auf dieser Stadt, der steht hier oben drauf, sondern er steht mittig in der Stadt. Auf dem Plateau, ne, das kann man schon sagen, wenn ich jetzt hier mal in dieser wunderschönen Landschaft hier stehe
und von außen in die Stadt gucke, sieht man diesen Tempel einfach von fast überall, denke ich. Ich kann mal rundherum fliegen, wir gucken mal, wir sehen ihn. Also hier sowieso, man sieht die Kuppeln, man sieht den gesamten Gebäudekomplex über der Mauer drüber ragen. Also er fängt sogar überhalb der Mauer an, er ist tatsächlich sehr, sehr hoch gebaut. Wir fliegen mal weiter. So. Auch von hier können wir den Tempel hervorragend sehen. Und ich denke mal, das wird sich auch eigentlich nicht mehr ändern, wenn wir hier einmal weiter rundherum fliegen. Der Tempel wird immer sichtbar bleiben. Und das ist auch ziemlich cool. Ähnlich wie bei einer Kirche in der Stadt. Egal von wo man guckt, man sieht das Kackding. Und das ist halt hier nicht anders. Übrigens an alle, die streng religiös sind. Ich wollte das Gotteshaus nicht als Code-Objekt bezeichnen. Gut. Ich möchte natürlich hier niemanden verletzen. Ja, ich weiß gar nicht mehr, was soll ich denn hier so noch sagen? Wir können mal in den Tempel reingehen, der ist nämlich, also wir können auch mal von außen ein bisschen architektonisch auseinandernehmen. Wir haben einerseits, haben wir diese ziemlich coolen Blöcke hier verwendet, das sind Steinstufen. Ja, Steinstufen, die mit Verledit, gibt es eine, ich weiß nicht, wie die, glaube ich, heißen, wir können mal kurz nachgucken. Set Double, Stone Slab, oder wie heißt? Nein, heißt sie nicht. Ah, vielleicht, ich glaube, weil ich da schon was gesetzt habe, so vielleicht. Genau, und dann gab es doch da irgendwie eine Sub-ID oder sowas. Nein, das war es auf jeden Fall nicht. Auch nicht, es gab da, also, ja, da habe ich sie. So, ja, genau, ihr seht, das ist dieser, das ist quasi der da nur zusammengesetzt. Quasi die Platte von oben auf der Seite. Ziemlich cool. Früher hatten wir den Diorit dafür, der sah so ähnlich aus, nur ein bisschen heller. Und jetzt wurde der geändert, deswegen nehmen wir jetzt die hier, sind auch sehr schick. Aber auch cool, dass man die verwendet hat. Jetzt wisst ihr es auch, ihr könnt es auch verwenden. Die Dracheneier sind hier wunderschön eingesetzt. Ne? Als Verzierung eignet sich ähnlich wie Cobblewalls. Ziemlich gut. Wir haben überall rotes Glas, passend zu Tuplenstein. Wir können mal uns gleich Tuplenstein nochmal kurz angucken. Moment. Zack, hier ist Tupfenstein und wir sehen auch hier überall diese roten, schönen Fenster und da die Namen des Schlosses und der Stadt, man auch zwangsläufig merkt, dass die beiden Sachen zusammenhängen, ist es cool, dass man hier das Ganze stilistisch mit dem Tempel auch nochmal so ein bisschen vereinbart hat, gerade bei sowas wie einer Fensterfarbe, ist ganz cool. Ansonsten haben wir halt sehr viele kleinere Details, wir haben schöne Bögen hier oben. Ich finde, wir können ja mal so Gebäude auch mal architektonisch wirklich besprechen, da gibt es ja auch eine Menge zu sagen, ja. Wir haben vorne im Eingangsbereich haben wir zwei Türme, die sich nicht nur ähneln, sondern tatsächlich Zwillingstürme sind. Das ist bei Kathedralen, hat man das auch manchmal gemacht. Ist eigentlich völlig normal, dass man sowas macht. Das ist ein schöner Eingangsbereich mit einer schönen Mittelfenster. Ansonsten haben wir ein großes Kuppelgebäude, was ziemlich cool ist, mit gefolgt von einem großen anhängenden Hauptteil mit einem Turm dran. Und der Turm finde ich tatsächlich, das finde ich auch cool, dass der hier so einen Einzelturm hat, der so ein bisschen abhebt von den anderen, der so, ja, so der große Bruder von dem hier, ne, der ist so, wie sind so kleine Türmchen hier, ja, okay, und das ist so ein größerer Turm, der halt ein wirklicher Zielturm ist. Die hier sind einfach so Platzfüller und das ist halt tatsächlich irgendwie auch nützlich. Ja, man kann da von innen auch, hier ist ein Treppenhaus, ja, und die hier sind einfach nicht mal mehr begehbar sind die. Das war klar, dass die nicht begehbar sind. Aber wir sind einfach nur da. Hier ist einfach nichts. Na, ich will euch auch Illusion natürlich nicht kaputt machen, aber es ist tatsächlich einfach nur ein Zierturm und das ist ein Nutzturm. Und das ist cool, dass man gesagt hat, wir wollen einen Nutzturm haben, auch in diesem Stile, dass es nicht nur Kuppel als Nutztürme, ja, doch, Kuppeltürme als Nutztürme gibt. Wir haben eine große Kuppel und haben auch hier eine Kuppel. Und das ist tatsächlich ein sehr bemerkenswertes Gebäude, weil das quasi in einem, oh, lass mich nicht lügen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, in einem Achteck, wie nennt sich das Ding, Oktagon, nein, heißt nicht Hexagon, Pentagon, heißt es Oktagon, ich, Gottes Willen, korrigiert mich, googelt es auf Wikipedia nach und, beziehungsweise Wikipedia hat es bei Wikipedia nach oder googelt es einfach nach. Und dann schreibt es mir in die Kommentare, dann könnt ihr mich ein bisschen zu klug scheißen, das ist eigentlich immer ganz lustig. Irgendwie sowas. Aber das ist cool, weil das ist gar nicht so einfach zu bauen und man hat jetzt auch wunderschöne Schrägen gearbeitet. Und auch die Fenster sind hier sehr gut eingearbeitet worden. Auch mit, obwohl sich das hier mit den Eisengitter verbindet, ist das wirklich schön geworden. Ne? Wirklich eine schöne Sache. Gefällt mir wirklich, 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 wirklich gut. Ja, wir haben auch hier ein riesiges Fenster und auch das sieht einfach schön aus. Ne? Also schwierig, große Fenster zu bauen, die wirklich gut aussehen. Ne? Aber wir wollen uns das Ding mal von innen nochmal angucken.
nochmal aus der Nummer. Wir haben auf jeden Fall im Eingangsbereich massig Kerzen, so mal ein paar aussehen. Wir haben auch wirklich hier die Dispenser benutzt. Oder nicht, ich sage mal wir. Ich habe damit nie was zu tun gehabt, aber es war trotzdem wir. Wir haben hier innen dran dann so einen kleinen, ja, Altar. Also, das ist nicht der Altar, das hier ist der Altar. Ja, hier. Keine Ahnung, wir haben halt irgendeine Religion, setzt sich hier vorne hin und labert hier, ihr werdet alle sterben. Und alle, die hier sitzen, die denken sich dann ja, moin, gut, dann gehe ich halt nach Hause und gehe da verrecken. So ist es halt irgendwie. Aber prinzipiell haben wir eine wunderschöne Decke, Kronleuchte, haben eine wunderschöne Quarzdeckenverzierung. Und das ist cool, diese Quarzdeckenverzierung lässt sich stilistisch noch einmal finden, und zwar hier oben. Gleiches Prinzip. Und diese Quarzdeckenverzierung deckt sich auch mit dem Stil der Stadt, die überall diesen weißen Stein hat. Ihr merkt schon, man kann da sehr viel bei Gebäuden ja, mit Stilen auseinandersetzen. Die Decke hier ist tatsächlich ein bisschen arg schlicht. Ich glaube hier, weil auch hier Verzierungen überall dran sind und auch hier fehlt was. Ich glaube, jetzt, ich mache jetzt mal eine Vermutung. Ich glaube, dass dass da das einfach vergessen worden ist. Ne? Ich weiß nicht, was hier oben ist, glaube ich, Dach drüber, nehme ich mal an. Ne? Hier ist nichts. Das heißt, hier kann man tatsächlich was machen. Aber hey, das ist einfach vergessen gegangen und das passiert. Wir haben es jetzt quasi in dem Video hier entdeckt. Wir haben quasi Herbstlande bloßgestellt. Auch ein schönes Ziel. Und da macht man immer noch was dran und dann ist es auch noch ein bisschen schicker. Ne? Aber auch mal schön zu sehen, dass man sagen kann, ja, ist alles super nice. Nur hier, Leute, was vergessen gegangen, würde ich behaupten. Gut, aber bei der Größe so einer Stadt kann man natürlich auch mal schnell was vergessen. Ich habe jetzt... Sauerei. Einfach eine Sauerei. Das ist auch was vergessen gegangen. Ja, ich habe jetzt nicht alles, jedes Gebäude einzeln gezeigt, aber ich muss am Ende einfach loswerden. Ich will mich immer mal bedanken. Vielen, vielen Dank an der Stelle. Einfach mal an... natürlich, guckt euch das an. Danke an das da. Ja. Danke an alle natürlich, die daran geholfen haben. Ich kann da ein paar persönlich ansprechen. Auf jeden Fall Jan, Johannes, Jonas auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank. Ich habe euch alle wirklich gern aus dem Team. Auch natürlich alle auch nicht aus dem Team, aber prinzipiell habe ich alle aus dem Team gern. Und mich hat das echt wirklich gefreut, dass ihr tatsächlich, also auch immer jedes Jahr immer irgendwas gemacht wird, wo ich sage, hör doch mal auf mit dem Scheiß. Ja, erst die Residenz, das sind schon 3 Jahre. 3 Jahre, wow. Also ich meine, erst die Residenz Aretino, dann hier das Schloss Tuplenstein, jetzt die Stadt Tuplenstein, was kommt als nächstes? Das Land Tuplenstein? Ich weiß es ja nicht, hoffe ja nicht. Aber andererseits muss man sagen, wir haben eine wunderschöne Stadt bekommen, die sehr gewagt ist. Einzigartig ist auf jeden Fall bisher, bei uns zumindest, ich will ja nicht sagen, dass noch niemand was vorher gebaut hat, aber es ist schon cool, es ist auf jeden Fall unikat. Das ist logischerweise, ihr versteht das, glaube ich, was ich meine. Und es ist echt wirklich wunderschön geworden, muss ich einfach sagen. Und aber auch an alle anderen. Auf Twitter haben mir eine Menge Leute zum Geburtstag gratuliert. Und auch denen danke ich. Viele Leute, die ich gar nicht kenne, auch aus dem internationalen Bereich, was mich wirklich sehr gefreut hat. Wirklich. Das hat mich sehr gefreut, dass Menschen aus dem internationalen Bereich mir zum Geburtstag gratulieren, obwohl sie mich nicht kennen. Nur weil ich halt so ein Typ bin, der halt irgendwie... Minecraft baut und halt nicht mehr aktiv twittert, sondern eigentlich nur irgendwie mit seinem Bauteam-Kanal so ein bisschen hochgeschoben wird. Ja, das ist also, ich mache eigentlich auf Twitter fast nicht eigentlich, und ich weiß auch gar nicht, soll ich mal da sowas machen? Gibt es genug Leute, die mir auf Twitter folgen würden wollen, dass ich so Umfragen machen kann? Lohnt sich das? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, falls ihr mir auf Twitter folgen wollt, ist unten alles verlinkt. Ich bin aber jetzt nicht so heiß drauf, also guck mal, also wenn mir da genug Leute folgen würden, wo ich sagen würde, es lohnt sich was zu machen, dann würde ich da glaube ich eher was machen, aber so ist es halt so, ja, nice to have, ne? Ja, aber ansonsten, wirklich, vielen, vielen Dank an alle, die daran mitgebaut haben, auch an Enjo, muss ich an der Stelle noch sagen, wen habe ich vergessen? Flo habe ich vergessen. Und es waren, glaube ich, Janosch, denke ich, war auch dabei, ich weiß es nicht, einfach an alle, und auch wenn sie nicht mitgebaut haben, ich weiß natürlich trotzdem die Hilfe auch im Team zu schätzen, das ist immer wieder schön. Und ja, ich will einfach noch sagen, auch an euch danke, dass ihr mich bisher immer so unterstützt habt. Ist eigentlich wirklich schön alles. Und es kommt auch bald irgendwann, ich weiß nicht wie lange noch, aber es kommt irgendwann auch noch ein 1000 Abonnenten Special. Das heißt, da kommt nochmal persönliches Danke von mir. Der hilft mein Team momentan noch dabei, weil es nicht gebacken kriegt. Aber na gut. Und ansonsten, falls ihr noch nicht Teil des Gefolges seid und euch meine Herrschaft unterwerfen wollt,
drückt einfach auf diesen roten Kasten, glaube das nennt, da steht da, glaube ich, also, weiß ich, steht da unterwerfen oder abonnieren, das ist ein ähnliches Wort, aber irgendwie sowas steht da drauf, einfach draufdrücken. Dann bist du quasi eigentlich schon Teil des Kaiserreichs, kannst eigentlich sofort loslegen mit der Arbeit, mir deinen 10. Teil abgeben, wie es bei der Kirche früher war, und ansonsten ist dann alles geregelt. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, dann lass deinen Daumen hoch da, wenn nicht, dann halt nicht. Wisst ihr Bescheid, ich brauch's eigentlich auch gar nicht so sagen. Schreibt einen netten Kommentar und ja, ich wünsche euch einfach noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns hoffentlich irgendwann mal wieder. Keine Ahnung, wann mal wieder ein Video kommt. Wie gesagt, ich war die Tage ein bisschen erkältet, es war so, ja, egal. Gut, dann sehen wir uns einfach wieder. Bis dahin wünsche ich noch eine schöne Zeit und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal und ciao.